Sagen wir mit den Koordinaten 8, 8 und zeichnen einen Kreis mit dem Mittelpunkt und Punkt B, so damit wir besser sehen. Die ganze Kreislinie können wir das Zeichenblatt ein bisschen verkleinern und so ist unser Kreis vor uns. Für diesen Kreis ist der Punkt A der Mittelpunkt. Schaut bitte. Wir kommen zurück zum Koordinatenpunkt 8, 8. Und der Punkt B ist für die Kreislinie, für die Kreisposition verantwortlich. Wir lassen diesen Punkt jetzt unsichtbar. Sonst bewegt sich unser Kreis. Ja, wir lassen das jetzt einfach so und nehmen einen neuen freien Punkt auf der Kreislinie. So, bitte nicht vergessen, den ersten Punkt B nicht anzeigen und den neuen Punkt C nicht nur einfach setzen. Wir sehen, der Punkt C ist nicht frei. Der ist auf der Kreislinie gefangen sozusagen. Und wir können bei diesem Punkt, jetzt gehen wir in die Eigenschaften von diesem Punkt. Ja, wir sehen Grundeinstellungen, das ist der Punkt C, auf der Kreislinie C. Die Farbe ändern wir jetzt, das ist jetzt rot. Die Darstellung könnte bleiben. Algebra, das ist die Bewegung von unserem Punkt. Und wir können die Richtung der Bewegung verändern. Schaut bitte, jetzt geht der Punkt einfach von links nach rechts entlang der Kreislinie. Aber wir möchten es nicht und wir gehen wieder in die Algebra-Spalte und unser Punkt bewegt sich wieder von rechts nach links. Wunderbar. Das ist unsere Kreislinie. Was können wir noch machen? Wir können jetzt so machen, dass dieser Punkt die Spuren hinterlässt. Das kennt ihr schon. Und jetzt wird unser Kreis rot gezeichnet. Das ist ja schön. Der rote Kreis. Und wenn wir jetzt Zeichenblatt ein bisschen bewegen, verschwindet die rote Linie. Und sobald wir wieder die Animation starten, haben wir die wieder. Jetzt zeichnen wir einen Radius. Das ist die Strecke, die den Mittelpunkt und diesen Punkt C auf der Kreislinie verbindet. Der Radius, die Beschriftung brauchen wir vielleicht nicht unbedingt, ja, der Radius AC bewegt sich jetzt natürlich zusammen mit dem Punkt C. Sehr schönes Bild. Was passiert, wenn wir jetzt auf dieser Kreislinie einfach einen neuen Punkt setzen? Dieser Punkt, sagen wir namens D, ist natürlich. Können wir diesen Punkt verändern? Sagen wir, wir brauchen wieder Rot. Dieser Punkt kann auch Spuren hinterlassen. So, und jetzt schauen wir, was jetzt passiert. Der Punkt D hinterlässt auch schöne Spuren. Das ist nichts anderes als ein Kreis mit dem Radius AD. Und natürlich können wir die Position vom Punkt D entlang von diesem Radius verändern. Jetzt sehen wir,
unser Ring, und das ist genau das, was zwischen zwei Kreislinien entsteht, unser Ring ist jetzt enger. Was sehr schön ist, aber noch nichts Spekulatives. Wir möchten was Schöneres haben. So, dann habe ich eine Idee. Ich lasse diesen Punkt D entlang von dieser Radiuslinie fahren. Der Punkt D ist auch gefangen und ich kann diesen Punkt animieren. Der Punkt C läuft entlang von der großen Kreislinie und der Punkt D läuft gleichzeitig entlang von der Kreislinie. Wir sehen was ganz Interessantes und Schönes und schauen, was wir noch machen können. Was ist noch möglich? Wir können die Eigenschaften können wir dann anklicken, Animation, und wir sehen, die Geschwindigkeit können wir jetzt auf 2, ja, ändern. Die Geschwindigkeit nur vom Punkt D. Und jetzt gucken wir, wie unser Bild sich verändert. Jetzt fährt der Punkt D genau das Doppelte von dem, was der Punkt C macht. Da ist die Geschwindigkeit 1 und hier ist die Geschwindigkeit 2. Und so bekommen wir schon das berühmte Bild. Ja, Yin und Yang, japanisches Bild. Okay, jetzt möchten wir noch eine Schönheit machen. Und diese Schönheit ist, dass wir eine senkrechte im Mittelpunkt zu unserem Radius zeichnen. Und da wir GeoGebra erklären müssen, wo die sich mit der Kreislinie schneidet, machen wir jetzt das hier. Wir schneiden die Senkrechte zu Radius und die Kreislinie. Wir brauchen diese gerade nicht ganz. Wir verbinden jetzt nur den Schnittpunkt und den Mittelpunkt des Kreises. Bekommen somit einen neuen Radius. Und wiederholen mit diesem neuen Radius genau dasselbe, was wir mit dem ersten gemacht haben. Wir nehmen einen freien Punkt, setzen dann auf diese Strecke, auf den zweiten Radius, machen diesen Punkt, damit das Bild schön aussieht, auch rot, schauen, wie dieser Punkt sich bewegt, muss auch Spuren natürlich hinterlassen, ja, und gucken uns, was jetzt passiert. Sieht nicht so toll aus, irgendwas Komisches. Naja, natürlich, der Punkt F macht auch einen schönen Kreis, bewegt sich überhaupt nicht entlang der Strecke, der Radiusstrecke. Das ändern wir sofort. Wir machen Stopp, wir bewegen das Zeichenblatt und geben dem Punkt F natürlich dann die Animation. Jetzt bewegt sich der Punkt F, aber das Bild sieht irgendwie nicht schön aus. Irgendwelche komischen zwei Herzen. Wieso? Klar, die Geschwindigkeit vom Punkt D ist 2 und die Geschwindigkeit vom Punkt F ist 1. Deswegen müssen wir jetzt die Geschwindigkeit vom Punkt F, und das erreichen wir mit Algebra-Menü, ja, wir verändern die Geschwindigkeit und es wird jetzt eine 2. Jetzt haben zwei Punkte, beide Punkte, die gleiche Geschwindigkeit.
Und wir schauen, was jetzt passiert. Sehr schön. Jetzt haben wir zwei Herzen, die in diesem Kreis eingeschlossen sind. Zwei schöne Herzen. Das war aber nicht unser Ziel. Wir haben auf dem ersten Bild bei diesem Video eine Blume gesehen. Und genau die möchten wir dann letztendlich bekommen. Wie können wir es erhalten? Ganz einfach. Wir verändern jetzt die Geschwindigkeiten von den Punkten D und F. Wir vergessen nicht, die Geschwindigkeit von dem Punkt C war 1 und von D machen wir jetzt 5. Und natürlich vergessen nicht, dass wir beim Punkt F dieselbe Geschwindigkeit 5 erhalten und schauen, was jetzt passiert. Jetzt haben wir jetzt haben wir Blütenblätter, schaut bitte. Und weil das Verhältnis von den Geschwindigkeiten 1 zu 5 ist, haben wir genau 5 schöne Blütenblätter bei dieser Blume. Und damit unser Bild genauso schön ist wie beim ersten Bild, müssen wir dann für 10 Blütenblätter die Geschwindigkeit bei beiden Punkten auf 10 dann ändern. Das machen wir hier. Der Punkt D und der Punkt F, beide bekommen jetzt die Geschwindigkeit 10. Und das Verhältnis ist 1 zu 10. Genau, zu 10. Und schaut bitte, was jetzt entsteht. Damit das Bild noch schöner aussieht, können wir die Radien verändern. Die sind dann nicht mehr die schwarzen Strecken. Wir können Folgendes machen. Wir machen Stopp. Wir gehen in die Eigenschaften von diesen Radien und statt einer Geraden machen wir einfach gepunktete Linie und lassen auch Spuren hinterlassen und schauen, was dann passiert. Jetzt hinterlässt ein Radius die Spuren und unsere Blume bekommt einen netten Hintergrund. Jetzt können wir noch was Nettes machen und genau dieselbe Geschichte erlebt einfach der zweite Radius, bekommt auch statt einer Linie Punkte und Spuren hinterlässt dieser Radius und wir sehen jetzt das Bild. So. Diese Blume ist natürlich schön und gut. Meine Aufgabe wäre, meine Lieben, dass ihr mir vielleicht in einer GeoGebra-Datei einfach einen schönen Strauß von unterschiedlichen Blumen schenkt und das wird dann für mich das beste Geschenk zum Ostern. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.